Die Ident Base GmbH präsentiert Angezapft, der sportliche Business Talk des SV Meppen. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Angezapft, der sportliche Business Schnack des SV Meppen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin heute ein wenig wehmütig, denn wir stehen hier heute schon bei der letzten Folge der zweiten Staffel, bei Folge 6 nämlich. Und bevor ich das gleich am Ende hier so ein bisschen abmoderiere, freue ich mich natürlich aber wieder, dass wir heute auch wieder ganz, ganz tolle Gesprächsgäste haben für die letzte Folge, nämlich den Sebastian und den Michel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, weil der Michel ist nämlich Holländer. Und ich würde erstmal sagen, Prost, schön, dass wir hier sein dürfen. Prost. 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 Schön, Prost. Dass ihr da herzlich seid. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir stehen heute wieder drinnen. Das hat sich heute wieder so ein bisschen angeboten mit unserer kleinen Ape, dass wir hier in ein Foyer reinfahren konnten, nämlich bei der ETN Emsland Tell. Genau. Genau. So Sebastian, das ist der Geschäftsführer davon. Euer Name lässt ja schon so ein bisschen vermuten, was ihr macht. Ja. Aber erzähl doch mal so grundsätzlich, was denn so euer Kerngeschäft und was bietet ihr so für Dienstleistungen alle an? Ja, im Rahmen der Emsland Tell sind wir natürlich ein regionaler Internet-Service-Provider, entstanden 2010, 2011, wo doch das ganze Drama der weißen Flecken war, erinnert ihr euch sicherlich dran, keiner hatte Internet, DSL Richtig. War überall sehr schlecht, haben wir uns hier in Nödicke, damals noch unter Nödicke-Tell, ein wenig platziert und haben dann im Laufe der Zeit uns immer mehr erweitert, also dass wir mittlerweile das gesamte Emsland abdecken mit unserer Funkinfrastruktur. Liefern darüber Internet, Fernsehen und Telefon. Fernsehen auch? Also Fernsehen mittlerweile auch, ja. Komplett als IPTV-Plattform mit Online-Speicher, dass man auch alles online aufnehmen kann und von überall sich dann wieder anschauen kann ohne Probleme. Und erweitern uns gerade auch noch in Landkreis Kloppenburg und so den umliegenden Speckgürtel vom Emsland. Ja? Der Namensumbruch letztendlich von Nödig hier zu Emsland, wann kam der? Der kam circa 2012, 2013, war dann der, ja, sagen wir mal, Größe geschuldet, weil wir das Industriegebiet Nödicke verlassen haben. Ursprünglich hatten wir nur einen einzigen Funkmasten hier in Nödicke, wo jetzt Ident Base auch drin ist, okay. Ja, unserem guten Sponsor. Genau. Und haben da einen kleinen Masten gehabt und haben dann aber aufgrund der Erweiterung irgendwann gedacht, okay, wenn wir das Ding Nödicke Tell belassen, dann denken alle, es gibt es nur Nödicke. Das heißt, wir mussten einen anderen Namen dafür finden. Klar. Ja, und Emsland Tell passt halt eigentlich ganz gut in die Region, aus der Region, für die Region. Ja. Dafür stehen wir mit unserem Namen quasi und versuchen wirklich hier in der Region alles unter die Leute zu bringen. Ja. Ja. Jetzt habe ich schon bei euch auf den T-Shirts gesehen oder auf den Poloshirts, da steht nämlich ETN Group drauf. Das heißt, da verbirgt sich noch ein bisschen mehr dahinter oder was ist das? Es verbirgt sich deutlich mehr dahinter, dass der Bereich Internet Service Providing, also sprich der Internetbereich, ist ein zusätzliches Gleis, was seinerzeit entstanden ist aus unserem Kerngeschäft des Managed IT Services. Also wir sind klassisch eigentlich ein IT-Systemhaus, haben da eine klassische IT-Betreuung und sind sehr stark vertreten in den Rechenzentren in Deutschland. Okay. Also sprich, wir sind in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Bremen, bis nach Amsterdam mittlerweile auch schon und haben halt eine eigene Glasfaser-Infrastruktur über die langen Distanzen, wo man das halt per Funk dann irgendwann nicht mehr machen kann, weil ich kann nicht an der ganzen Autobahn entlang überall Funktürme bauen, um von hier bis nach Düsseldorf zu kommen. Das heißt, irgendwo muss ich es darauf mal koppeln, um das Gesammelte dann quasi wieder dahin zu führen. Ja. Und dieser Vorbereich, den wir da hatten, hat dann quasi dafür gesorgt, dass wir selber auch ein Internet-Service-Provider werden konnten an der Stelle. Ja, okay. Aber es ist halt so, wir sind mehrgleisig unterwegs. Das jüngste Baby ist unsere ETN Funkturm. Das heißt, wir machen nicht nur eigene Infrastruktur, sondern wir bauen jetzt auch Funktürme, die wir auch anderen Providern zur Verfügung stellen, damit dann auch endlich mal das Mobilfunknetz hier in der Region auch mit besser werden kann und nicht nur das Internet zu Hause. Kann ich gut nachvollziehen, weil ich war jetzt die letzten zwei Tage hier natürlich auch im Hotel. Ich will jetzt nicht sagen, wo, das ist wieder Schleichwerbung und so weiter. Da hatte ich nämlich bei mir auf dem Zimmer gar kein Netz. Also das war schon sehr, sehr schwierig da. Immer wenn ich irgendwas machen wollte, musste ich erstmal zu Lidl fahren oder so. Michel, jetzt ganz kurz zu dir. Du bist Holländer, arbeitest hier in Deutschland, in einem deutschen Unternehmen. Hattest du keinen Bock mehr auf Holland oder wie kam das? Ja, keinen Bock mehr will ich nicht sagen. Ich bin in 2006, glaube ich, war es schon nach Deutschland gekommen für einen holländischen Investor. Der hat ein paar Freizeitparks gehabt und der wollte hier in Meppen auch was eröffnen.
Und somit bin ich als Projektleiter hier in Meppen gelandet, vor roundabout 8 Jahren. Ist es der, der den Funpark hat? Oder genau. Kaika, ist es das auch? Es gehört auch die gleiche Investor, genau. Okay. Aber hier in Meppen ist das Projektleiter nicht so weiter nach vorne gekommen und deswegen habe ich mich ein wenig umgesehen. Ja. Ich habe Sebastian und seinen Kompagnon Andreas in 2012 war es, glaube ich, schon kennengelernt und immer mich gut mit denen verstanden. Und somit bin ich irgendwann hier in der Firma gerutscht. Vor 3-4 Jahren ist das jetzt gewesen. Okay. Man kann quasi sagen, der Bereich Emslandtel hat dich zu uns gebracht. Genau. Weil wir halt in Hüntel auch eine Sendeplattform haben, oben auf dem Maschinenturm. Und da haben wir halt damals schon gut zusammengearbeitet. Daraus ist mehr oder weniger eine gute Freundschaft geworden. Ne? Genau. Und ich habe zu Michael immer gesagt, wenn du mal da weggehst, dann kommst du zu mir. Ja. Und es war natürlich lange ein großer Spaß. Und irgendwann wurde aus Spaß dann ernst. Genau. Sehr schön. Jetzt ist er seit 3 Jahren schon hier. Ja, ja. Und das funktioniert wunderbar. Ne? Genau. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Nächste Frage mal ganz kurz zu eurer Konkurrenz. Also hier in Deutschland kennt man natürlich die großen Vodafone, Telekom und Co. natürlich. Ihr seid noch, ich sag mal, deutlich kleiner. Wie schafft ihr es, gegen diese großen Player letztendlich durchzusetzen? Was macht euch da an der Stelle aus? Ich glaube, wir haben ein exzellentes Service. Wenn man bei uns anruft, dann kriegt man tatsächlich schnell einen Mitarbeiter am Telefon. Das ist im Grunde so das Persönliche an der Stelle. Genau, das Persönliche. Man kriegt auch durchaus die gleiche Person am Telefon, wenn man das möchte. Ja. Und das hat man natürlich bei den ganz großen Playern nicht mehr. Da muss man erstmal versuchen, jemanden am Telefon zu kriegen. Ja. Und wenn man dann jemanden am Telefon kriegt und eine Woche später wieder anruft, dann wissen die meistens nicht mehr, wo es daran gescheitert hat. Ja. Also ich denke, Service ist ein sehr großes Vorteil bei unserem Betrieb. Ja. Ja. Und der zweitwichtige Punkt Regionalität ist natürlich, sicherlich. Ja, oder? Regionalität ist aber bezogen auf den Service, weil wir kommen natürlich aus der Region, wir wissen, wie die Region tickt, wir wissen, wie wir die Leute ansprechen müssen und wie die Leute halt mit uns kommunizieren möchten. Das heißt, ich kann die nicht irgendwo in einem Formular auf der Webseite versinken lassen oder in ellenlangen Call-Queues in einem Callcenter. Die wollen mit einem schnacken hier und dann wollen die auch ihr Leid loswerden und das dürfen sie auch und danach machen wir uns dann an die Lösungssuche. Das ist aber nicht alles. Was noch eigentlich obendrauf kommt, ist, wir sind schneller. Nicht nur in der Bearbeitung? Oder? Ja, in verschiedenen Punkten. Wir sind schnell in der Bearbeitung, wir sind schnell in der Umsetzung, weil wir sind natürlich per Funk unterwegs. Das heißt, unsere Jungs kommen mit einem Steiger zu zweit, bauen innerhalb von 1,5 Stunden die Antenne aufs Dach, richten alles ein und wenn die gehen, funktioniert es. Dann wartet man nicht auf irgendwelche Schreiben oder Router, die noch zugeschickt werden müssen. Die haben alles in der Tasche, die bauen das dran und das funktioniert sofort. Ja. Und das, was wir auch noch schneller sind, ist einfach in der Datenübertragung. Weil, was alle immer vergessen, Funk ist die schnellste Datenübertragung von allen. Schneller als Kupfer, schneller als Glasfaser. Weil weniger Widerstand. Richtig, wir haben weniger Widerstand durch die Luft und wir haben inheritären Vorteil, wir müssen nicht um die Kurven oder am Ecken rum. Mhm. Das heißt, wir gehen direkt vom Funkturm zum Kunden, haben gleich einen viel kürzeren Weg. Ja. Plus, dass die elektromagnetische Welle sich in der Luft halt noch viel schneller ausbreitet. Mhm. Das heißt, unsere Latenzen und unser Speed hinter der Leitung ist viel, viel schneller. Mhm. Auch wenn man mit Bandbreiten nicht rumwirbt. Mhm. Die anderen machen halt Bandbreitenwerbung, Gigabit für alle. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, kein Mensch braucht Gigabit. Weil die schnellsten Server, die ich im Internet habe, wenn ich mir einen YouTube-Film angucke oder IPTV, dann bin ich bei HD irgendwo bei 6.000 bis 12.000 Kilobit unterwegs und bei einem Ultra-HD-Video vielleicht irgendwo bei 20, 25 Mbit am Ende des Tages. Ja. Das heißt, wer braucht Gigabit? Mehr kann ich eh nicht abrufen. Ja. Aber ich brauche das, was ich unten kriege, hochverfügbar. Das muss schnell von der Latenz sein und es muss immer funktionieren. Und wenn ich dann halt vielleicht einen anderen Anschluss habe mit einem Kabel im Boden und da kommt der Bagger, weil das in Minderhöhe verlegt wurde, um jetzt ohne meinen Namen zu nennen, und der reißt das Kabel da raus, dann bin ich halt eine Woche offline. Da kann ich nichts dran ändern. Ja. Ne? Geht bei uns die Antenne kaputt, kommt eine Stunde später ein Techniker, tauscht die aus, funktioniert wieder. Mhm. Dass mal was kaputt geht, passiert immer. Ja. Aber das ist das, was ich mit Geschwindigkeit meine. Ja. Also habt ihr im Grunde da schon so eine, keine Nische, aber schon eine Besonderheit für euch herausgearbeitet, wo ihr einfach besser seid als alle anderen? Richtig. Ja. Mhm. Ja. Das hat natürlich am Ende des Tages auch Potenzial, um noch größer zu wachsen. Wahrscheinlich ist es dann irgendwann nicht mehr Emsland-Telnet, sondern Deutschland-Telnet, oder? Ja, kannst du da hingehen? Oder? Du sprichst da ein Thema an, das ist noch ein bisschen unter den Tüchern versteckt, aber es wird so sein. Das wollte ich jetzt gar nicht. wir erweitern uns und wir vergrößern uns auch. Das heißt, wir werden nicht nur das Emsland abdecken, sondern den gesamten Speckgürtel und werden im Landkreis Cloppenburg
sehr flächendeckend auch unterwegs sein, ähnlich wie im Emsland. Was nicht heißt, dass wir unsere Wurzeln hier verlieren. Wir bleiben hier, das Unternehmen bleibt hier, der größte Teil der Mitarbeiter bleibt hier. Trotzdem werden wir natürlich in Kloppenburg dann auch eine Dependance aufbauen müssen, um das weiterzuführen. Und es wird auch einen interessanten neuen Namen geben. Oh. Den wird es aber erst am 01.01.2022. Okay. Wir sind gespannt. Ja. Auf jeden Fall. Da kann man ja noch mal einen kleinen Videodreh machen. Dann könnt ihr sehr gerne, gar kein Problem, auf jeden Fall. Also, liebe Zuschauer, habt ihr jetzt schon relativ viel mitbekommen von dem Unternehmen letztendlich? Und ihr könnt euch sicherlich mal auch informieren bei Michel oder bei Sebastian, wenn ihr wissen wollt, wie das alles so technisch funktioniert und nochmal ein bisschen im Detail, was die Kunden letztendlich am Ende des Tages von euch haben. Genau. Genau. Dann jetzt mal ein bisschen zurück zum Business Club natürlich, deswegen stehen wir ja auch hier. Ihr seid Partner im 9. Server Business Club. Ich glaube, mein Kollege hat das damals mit dir sogar abgeschlossen. Genau. Ich glaube, der hatte dich als erstes an der Strippe. Ja. Ich glaube, es war André damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ihr habt euch damals bewusst für das VIP-Paket entschieden. Wir haben ja zwei verschiedene Pakete, einmal das Einsteigerpaket und einmal das VIP-Paket. Und ihr habt euch damals für das VIP-Paket entschieden. Warum und wie nutzt ihr diese Partnerschaft und wie nutzt ihr vor allem die Karten dort an der Stelle? Ja, wir haben uns bewusst für den VIP-Paket entschieden, auch damit wir ein paar mehr Karten in unserem Kontingent hatten und auch ein paar VIP-Karten. Und das hatten wir eigentlich ausgedacht, dass wir das auch für unsere Kunden mal zu verlosen einsetzen konnten oder für einen Mitarbeiter, der sehr toll funktioniert hat in bestimmter Zeit, dass wir auch mal sowas aus einer Belohnung darlegen konnten. Ja. Ne, das haben wir auch letztendlich umgesetzt. Wir haben auch ein Gewinnspiel gemacht. Da sind auch Kunden nach einem Spiel von SV Meppen gegangen im VIP-Bereich. Die haben dann einen ganz tollen Nachmittag erlebt. Ja. Und, ist ja auch eine schöne Sache dort, muss man ja wirklich sagen. Ist auch eine schöne Sache, genau. Ja. Also es ist vielleicht nicht nur, dass wir an die Karten kommen wollten, sondern klar, wir haben natürlich noch ein paar tiefere Wurzeln, die in Richtung SV Meppen gehen. Wir sind schon seit Jahren indirekter Sponsor, was den Bereich Internet und Infrastruktur angeht. Das heißt, wir haben schon auf dem Flutlichtmasten seinerzeit ein WLAN installiert. Mittlerweile jetzt dadurch, dass der SV dann aufgestiegen ist, haben wir halt auch für das DRK, für die Polizei, für die Presse haben wir eigene WLANs, eigene Internetzugänge eingerichtet, dass die Daten übertragen werden können. Das heißt, im Stadion dann? Im Stadion selbst, ja. Also, wir machen schon einiges da im Hintergrund, aber sind halt nicht so weit vorne mit unserem Namen. Ja. Und wollten das an der Stelle auch nicht so, weil man das schlecht verpacken kann. Keiner sieht das, was wir tun. Und wenn man das nicht sieht, dann ist das immer schwierig, irgendjemand zu erklären. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, euer Paket, das ist jetzt was Offizielles. Da können wir uns dran beteiligen und wollen natürlich auch aus der Region für die Region immer weiter mit unterstützen. Gerade wenn wir so nah jetzt an einem großen Sportverein dran sind, dann wollen wir die Regionalität natürlich nutzen, ne, in beide Richtungen. Sehr schön. Du hast schon gesagt, oder ihr habt schon gesagt, ihr seid jetzt schon länger dabei. Was war für euch beide so letztendlich das absolute Highlight in eurer Partnerschaft im Business Club und warum habt ihr euch für dieses Format hier quasi beworben? Also eigentlich, wir sind noch nicht mal zusammen zum Spiel gegangen, kann ich mich erinnern, aber das ist ein paar Wochen dazwischen. Ich bin nach dem Spiel gewesen, zwischen Meppen und Carl Zeiss Jena vor 2 Jahren, noch vor Corona dann. Ja. Seitdem ist sich alles ein bisschen eingeschränkt gewesen, aber das war ein super Klima. Ich bin mit ein paar Arbeitskollegen hier aus der Technik dahin gewesen, wir hatten super Wetter. Ich glaube, wir haben gesiegt mit 3-0. Oh. Also war Top-Stimmung. Dementsprechend würde ich mich freuen, dass es demnächst wieder losgehen kann, auch für uns als Sponsor oder halt als Privatperson natürlich. Ja. Ja, bei mir war das so ein kleines Missverständnis, warst du auch daran beteiligt. Wir haben ja ein Kontingent an VIP-Karten. Genau. Und das hatten wir seinerzeit ein wenig falsch verstanden, was die Menge angeht. Ja. Und hatten die 4 Stück aus Versehen an einem Tag abgerufen ne, für das Spiel nach Kaiserslautern. Und eigentlich wollte nur ich hin und dann musste ich ganz schnell organisieren, wen kann ich hier noch mitnehmen? Und dann habe ich halt Freunde organisiert, die da noch mit konnten. Ja. Und siehe da, das war natürlich ein mega Spiel, wo wir damals gewonnen haben. War super Wetter, war super Bier mit dabei. Ja. Und das war ein toller Tag am Ende. Und das ist so mein Schlüsselerlebnis, was so den SV Meppen und Stadion angeht, was jetzt nicht in den Bereich Business und Sponsoring geht. Ja, ja. Jetzt waren wir schon bei den Karten. Das haben wir im Grunde, die nächste Frage hat sich damit fast erübrigt, weil ich wollte jetzt nochmal fragen vor Corona. Ich habe mal geguckt in der Clubliste, wir führen ja auch vernünftig Liste, wer, wie, wann, wie viele Karten und so weiter abruft. Ihr habt auch schon mal vor Corona Karten dazugekauft, weil euch so gut gefallen hat damals, oder?
Genau, ja. Was uns gut gefallen hat, ja. Auch weil wir ein paar Gewinnspiele hatten, ja. Und wir noch ein paar mehr Karten, ja, verschenken wollten. Ja. Ja, deswegen haben wir da ein paar extra Karten, ja, natürlich auch zugebaut. Ja, ja, hervorragend. Jetzt ist es ja so, endlich wieder nach Corona, das Live-Feeling könnt ihr jetzt wieder miterleben. Ihr habt es gerade schon gesagt, wir hoffen jetzt auch mal wieder in Stadion gehen zu können. Wir haben natürlich auch zu jedem Spiel Karten, das ist das Tolle, mhm, dass ich da mit Florian und Ronny und wie auch immer einen relativ guten Draht habe oder einen guten Weg gefunden habe, dass wir im Grunde auch alle Partner dieses Jahr mit unter Hygienevorschriften und so weiter natürlich auch glücklich machen können. Wie ist es bei euch privat? Was für einen Stellenwert hat der Fußball da bei euch? Michel, du als Holländer, man hat ja immer so eine ewige Feindschaft in Holland und Deutschland. Das hat natürlich auch traditionelle Hintergründe und so. Ein sehr sensibles Thema, genau. Ja, ja, gut. Auch für dich hier in der Firma, oder? Nein. Nur wenn EM oder WM, ja, okay, ist, das ist ein sensibles Thema. Nein, ich bin persönlich nicht der ganz große Fußballfan. Ich war, ja, früher immer ein FC Groningen-Fan. Ja. Das ist die Stadt, wo ich studiert habe, ja, und wo ich jahrelang gewohnt habe. Da habe ich noch immer sehr starke Sympathien für. Ja. Aber ich wohne mittlerweile 8 Jahre in Meppen und, ja, ich finde auch, man muss auch was für seine eigene Stadt tun und, ja, ich finde es auch toll, wenn man da live dabei ist, das Live-Erlebnis, ja, das kann man eigentlich nicht beschreiben, das ist das Tollste, was es gibt, ja, und da gehe ich gerne hin natürlich. Ja. Ja. Mhm. Ja. Für dich? Ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen, in die Historie gucken. Ich bin ja ursprünglich Düsseldorfer, oh, bin ja vor 10 Jahren ausgewandert ins Emsland, mhm, sehr zufrieden und bleibe auch auf jeden Fall hier und, ja, alles super. Toller Schlag Menschen. Toller Schlag Menschen. Also, ich meine, die Düsseldorfer, glaube ich, auch, habe ich schon mal gehört. Kann man so sehen, ne? Das hast du jetzt gesagt. Mich natürlich ausgenommen, ja, ja, weil mittlerweile habe ich ja gelernt, wie man sich vernünftig verhält im Emsland, deshalb kann, ja, ich mich da ausklammern. Nein, aber das kann da so und so sein. Ja. Und da ist auch genau das Problem seinerzeit, Fortuna Düsseldorf, da, mhm, hat man dann gelernt, den Fußball nicht mehr zu mögen, mhm, was da alles drumherum passiert ist, und hat man, ja, sich auch entsprechend von distanziert. Mhm. Aber jetzt hier im Emsland erlebt man das auf einer anderen Basis neu, ja, muss auch gar nicht jetzt in der Bundesliga oder irgendwo stattfinden, sondern, genau, da, wo wir halt unterwegs sind. Und ist man schon zufrieden, glaube ich. So macht also, das dann da auch Spaß, genau, wenn das alles, ja, eskalationsfrei funktioniert. Dann kann man da auch Spaß dran haben und dann kann man da auch wieder hin zurückfinden. Ja, ja. Wie ist es? Habt ihr selber mal gespielt? Oder ich meine, du in Groningen, vielleicht Arjen Robben? Nicht bei Groningen und nicht bei Robben, aber ich habe früher in meiner Jugend habe ich auch Fußball gespielt, ja, bis mein 17. oder 18. Okay. Lebensjahr. Ja. Ja. Bei dir? Ich nicht, ich bin zu klein, bin zu langsam. Ja, okay. Ja. Ja, bevor wir jetzt gleich schon zur letzten Frage kommen, wir haben natürlich auch heute wieder für die letzte Folge quasi ein Gewinnspiel für die Zuschauer. Also auch für euch da draußen ist wieder Gewinnspielzeit. Ich habe mal heute, wie gesagt, ich weiß wieder nicht, was auf der Karte draufsteht. Wer will sie mal öffnen, die Frage? Und ich habe gesagt, wir drei spielen mal, oder ihr beide spielt mal gegen mich. Also, ne, ich kenne die Frage nicht, stopp, noch nicht reingucken. Bevor wir jetzt uns das angucken, müssen wir natürlich um irgendwas wetten. Also irgendwer, entweder gewinnt ihr oder ich gewinne. Was ist euer Wetteinsatz? Was kann ich dagegen wetten? Sag was Schönes, Sebastian. Was ist unser Wetteinsatz? Ja. Wir geben 2 Jahre Internet und Telefon für umsonst. Für einen deiner ausgewählten Personen. Okay, 2 Jahre. 2 Jahre. Okay. Ich würde, wenn ich verliere, dann lade ich euch beide, ich komme ja nicht, ihr wisst ja, ich komme ja aus Braunschweig, ich lade euch zu einem Wochenende mit 2 Übernachtungen nach Braunschweig ein. Mit Fußball. Dann haben wir ja ein bisschen wenig angeboten. Ne? Ja? Machen wir das so? Okay. Cool. Dann machen wir die Frage auf. Die Zuschauer sind sicherlich auch gespannt. Um was es geht? Wie viele Tore schießt der SV bis zum Weihnachten in der Liga 3? Okay, also ab jetzt wahrscheinlich, oder nee, wahrscheinlich vom Spieltag 1 bis zu Weihnachten. Also, liebe Zuschauer, die Frage ist, wie viele Tore schießt der SV Meppen in Liga 3 bis Weihnachten? Also eine Schätzfrage. Das heißt auch, dann, wir werden erst danach quasi den Sieger küren können. Ganz kurz, worum es geht, wieder 2 VIP-Karten für ein ausgewähltes Spiel in der Rückrunde vom SV Meppen und natürlich auch ein unterschriebenes Trikot von der ganzen Mannschaft. Die Einsendung bitte wieder bis kommenden Montag unter
der angegebenen E-Mail-Adresse einfach per E-Mail schicken. Und dann werden wir Weihnachten als, denke ich mal, schönes Weihnachtsgeschenk den Sieger da küren. Finde ich eine gute Sache. Hat sich die Redaktion wieder was Tolles ausgedacht? Mhm. Ihr dürft euren Tipp mal abgeben. Könnt ihr euch auch kurz beraten. Ich werde mal, kurz überlegen. Wie viele Spiele haben wir bis dahin? Na, die Hälfte. Ja. Schwierig, nicht so einfach. Sechs? Ein paar mehr. Tore. Wie viele Tore bis Weihnachten? Müssen auch treffen. Die müssen auch treffen, ja, aber sechs. Dann würde ich mir Tabellenplatzierung Sorgen machen. Ja. Ja, wir spielen ja. Ist ja nicht das, was wir hoffen. Nee, das ist richtig, ja, aber ich bin da ein bisschen optimistischer. Ja, bin ich auch. Scheiße. Ja, macht so. Ja. Und was? Guck nicht. Den Stift könnt ihr mir gleich wiedergeben, dann schreibe ich was auf. Danke. Bis Weihnachten schießen wir insgesamt. Was habt ihr geschrieben? Dann beide zwei zu Arme aufgeschrieben. Ja, das auch immer. Ich habe 23. Ich bin noch 27, okay. Ja. Also, ich habe 23 gesagt. Michel und Sebastian sagen 27. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wer gewinnt, ja, und wie gesagt, liebe Zuschauer, Weihnachten wird dann halt ausgelost unter den richtigen Antworten. Zwei VIP-Karten für die Rückrunde zu einem ausgewählten Spiel von euch natürlich und das Trikot unterschrieben von der Mannschaft. Ja, jetzt letzte Frage von Staffel 2, angezapft. Ich fange mal mit dir an. Wie ist es bei dir beim Biertrinken? Also trinkst du gerne Bier? Wann trinkst du gerne dein Bier? Ich trinke sehr gerne Bier, gerne immer, aber das geht natürlich nicht. Nein, ja. Spaß. Ich trinke gerne Bier, ich trinke auch sehr gerne Bitburger, also primär Pilz. Mhm. Es darf auch gerne mal ein anderes sein. Düsseldorf? Ja. Traditionell? Traditionell Altbier natürlich. Ja, genau. Ne? Aber trinke ich nur, wenn ich in Düsseldorf bin. Okay. Ne? Weil wenn, dann gehört zu der Tradition auch, dass ich es da in einem vernünftigen Brauhaus trinke, frisch angezapft, ne? Aus dem Fass, dann ist das auch gut und nicht hier irgendwie aus einer Flasche nachgemacht. Okay, ja, also eher der Pilzbiertrinker. Der Pilzbiertrinker. Ja. Bei dir, Michel, wie stehst du zu dem deutschen Bier? Ist es besser oder schlechter als das holländische? Oder ist es sogar ein Grund gewesen, aus Holland wegzufahren? Warum ich nach Deutschland gehe. Ah, okay. Nein, Spaß beiseite. Zu Hause trinke ich auch gerne Kroosbier. Ja. Also mittlerweile eine große Marke in den Niederlanden. Aber mein Vater hat das früher immer getrunken. Und da wächst man irgendwie mit auf. Aber sonst sehr gerne ein Bitburger. Aber immer Pils, ja. Ja, okay. Ja. Sehr schön. Ja, danke schön, dass wir hier sein durften. Ich hoffe, es hat für euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Top. Ja, top, ja. Das ist schon mal schön. Ja, und euch zu Hause vor dem Bildschirm, liebe Zuschauer, auch danke, dass ihr die zweite Staffel wieder genauso toll verfolgt habt wie die erste letztendlich. Ich hatte es vorhin schon angesagt oder angemerkt, ich bin ein wenig wehmütig, wirklich sehr, sehr traurig, weil das mit den Drehen. Bei uns machen. Ja. Genau, vollkommen richtig. Also als letzte Folge eine zwei tolle Gesprächspartner nochmal. Ja, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon wieder, euch ankündigen zu dürfen, dass wir im Frühjahr 2022 natürlich wieder eine dritte Staffel produzieren werden. Aber ein bisschen warten müssen wir halt alle noch und bis dahin sage ich erstmal schönen Tag noch, schönes Wochenende, schönes Jahr noch, passt weiterhin auf euch auf. Und zum Abschluss noch einmal, ich bin der Timo, das ist die Ape und wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss! Tschüss! Dankeschön! Tschüss.